Rekordmeister FC Bayern München hat die BVB-Jagd mit einem 3:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim eröffnet. Verfolger Gladbach konnte am Samstag nachziehen und somit das Comeback von Ex-Dortmund-Trainer Peter Bosz vermiesen. Am Abend legte der BVB bei RB Leipzig nach. Die Stimmen zum 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ralf Rangnick, Trainer RB Leipzig: In den ersten 20 Minuten haben wir nicht mutig und entschlossen genug attackiert. Danach kamen wir immer besser ins Spiel. Die zweite Halbzeit war Wahnsinn. Wenn man gegen einen Gegner wie Dortmund so viele Chancen hat, muss man wenigstens ein Tor machen. Lucien Favre, Trainer Borussia Dortmund. Zum Spiel: Wir sind extrem zufrieden. Das war ein schweres Spiel. Erste Halbzeit war okay, zweite Halbzeit waren es viele Konter auf beiden Seiten. Egal, wir haben 1:0 gewonnen. Zu Roman Bürki: Große Leistung, aber die Mannschaft hat auch eine sehr große Leistung gebracht. Es war nicht einfach, Leipzig hat in dieser Saison zum ersten Mal zu Hause verloren. Zu Marco Reus: Vor dem Spiel, er war im Trainingslager 5 Tage quasi im Bett. Er hat die Woche trainiert, aber hat gestern gesagt, dass es noch nicht geht. Es ist aber zum Glück nichts Dramatisches. Wir können das nicht ändern, das ist so. Axel Witsel, Torschütze Borussia Dortmund: Wir wussten, dass es ein sehr hartes Spiel werden wird. Leipzig hat viel Druck gemacht, aber wir sind wieder sehr gut in das Spiel gestartet. Wir sind sehr glücklich, denn wir wollten diesen Sieg. Heute haben wir schon mal gute Arbeit geleistet, nächste Woche geht es weiter. Roman Bürki, Torhüter Borussia Dortmund. Zum Spiel: Ich bin zufrieden, dass es am Schluss zum Sieg gereicht hat. Nach meinem kurzen Ausrutscher habe ich dann alles gehalten. Das wäre wahrscheinlich letzte Saison nicht so für mich ausgegangen. Zum Vergleich mit seiner Leistung in der letzten Saison: Ich habe mich entwickelt, habe aus meinen Fehlern gelernt. Wenn mir ein Fehler unterlaufen ist, dann wollte ich beweisen, dass ich es besser kann. Man soll die Aktionen nicht erzwingen, die kommen von alleine. Ich muss nicht immer den richtigen Pass finden, das ist auch nicht Aufgabe des Torhüters. Zur Arbeit mit einem Mentalcoach: Das ist mehr ein Aussprechen. Ich kann mich gegenüber ihm total öffnen und ich kann Fragen stellen. Es ist einfach ein lockeres Gespräch und das hilft mir enorm. Kevin Campbell, RB Leipzig. Zum Spiel: Wir haben das Tor nicht getroffen, es waren genug Chancen da. Bis zur 25. Minute haben wir das Spiel etwas verpennt. Wir haben Dortmund den Ballbesitz überlassen und sie stark gemacht. Danach waren wir besser. Alles in allem hätten wir uns sicher ein Tor verdient. Zu Timo Werner: Wir hoffen alle, dass er bleibt. Er ist einer der wichtigsten Spieler in unserer Mannschaft. Es ist klar, dass er sicherlich Angebote bekommen wird. Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach 0:1. Peter Bosz, Trainer Bayer Leverkusen: Heute war mehr drin für uns. Aber der letzte Pass war von uns oft schlecht, daran müssen wir arbeiten. Es hat auch ein bisschen das Glück gefehlt. Am Ende war Gladbach effektiver. Dieter Hecking, Trainer Borussia Mönchengladbach: Ich bin natürlich mit dem Ergebnis sehr einverstanden. Wenn man nach der Winterpause wieder startet, weiß man nie genau, wo man steht. Wir haben es heute richtig gut gemacht, auch wenn der Sieg sicherlich etwas glücklich war. Eintracht Frankfurt, SC Freiburg 3:1. Adi Hütter, Trainer Eintracht Frankfurt: Freiburg hat es uns sehr schwer gemacht. Ich habe kein gutes Spiel unserer Mannschaft gesehen. Wir haben bis 10 Minuten vor der Pause viel zu langsam und behäbig gespielt. Zum Schluss müssen wir höher gewinnen, aber am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Damit bin ich zufrieden, mit der Leistung nicht. Christian Streich, Trainer SC Freiburg: Ich bin sehr enttäuscht.
Es war ein furchtbares Spiel aus unserer Sicht. Taktisch hat alles gepasst, es war schwer für Frankfurt. Aber wir haben die Räume nur ein-, zweimal genutzt. Wir waren nicht ballsicher genug. Ich hatte das Gefühl, es wäre mehr drin gewesen. Aber es ist ja kein Wunschkonzert, FC Augsburg, Fortuna Düsseldorf 1:2. Manuel Baum, Trainer FC Augsburg, wir sind die ersten 30 Minuten gut ins Spiel gekommen. Es war eine ausgeglichene Begegnung, am Ende des Tages ein unentschieden Spiel. Wir bringen uns wieder um die Punkte, einen hätten wir verdient gehabt. Wir waren definitiv nicht die schlechtere Mannschaft, Friedhelm Funkel, Trainer Fortuna Düsseldorf. Ich bin natürlich sehr erleichtert, dass wir 3 Punkte nach Düsseldorf mitnehmen können. Das war keine leichte Aufgabe. Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das ist wichtig für unser Selbstbewusstsein, unseren weiteren Weg und macht uns alle sehr glücklich. VfB Stuttgart, Mainz 05:2:3. Markus Weinzierl, Trainer VfB Stuttgart, das 0:1 hat uns aus der Spur gebracht. Danach haben wir den Faden verloren und schlecht verteidigt. Nach einem 0:3 musst du dich am Ende nicht beschweren, dass es nicht mehr reicht. Aber die Jungs haben Moral bewiesen. Ich hätte ihnen das 3. Tor gewünscht. Unser Manko ist, dass wir defensiv zu viel zulassen und vorne nicht effektiv genug sind. Sandro Schwarz, Trainer FSV Mainz 05. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine gute Kontrolle und haben für Torgefahr gesorgt. Aber der 10. Minute haben wir sehr gut und konsequent verteidigt. In der zweiten Halbzeit hatten wir weniger Entlastung und nicht mehr so den Zugriff. Am Ende hatten wir Glück, der Sieg ist aber verdient. Hannover 96, Werder Bremen 0:1. André Breitenreiter, Trainer Hannover 96, wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und nicht kompakt genug verteidigt. Am Schluss blieb uns nichts anderes übrig, als die Brechstange auszupacken. Ein Unentschieden wäre nicht verdient gewesen, Florian Kohfeldt, Trainer Werder Bremen, grundsätzlich bin ich zufrieden, über weite Strecken waren wir fußballerisch herausragend. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir das eine oder andere Tor mehr erzielen müssen. Ich denke, wir haben sehr verdient gewonnen. TSG Hoffenheim, FC Bayern München 1:3. Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim, der Münchner Sieg ist absolut verdient. Bayern hat das sehr gut gemacht. In der ersten Halbzeit hatten wir zu viel Respekt vor den Bayern, nach der Pause haben wir den Respekt abgelegt und viel besser und mutiger gespielt. Nico Schulz, TSG Hoffenheim, wir haben die erste Hälfte komplett verschlafen. Dann wird es nach einem 0:2 gegen die Bayern schwer. Wir haben zu viele Kleinigkeiten falsch gemacht, sind vorne falsch rumgelaufen und waren nicht offensiv genug. Gegen andere Mannschaften reicht das vielleicht, aber nicht gegen Bayern München. Wir haben an uns geglaubt, denn wir sind schon oft nach Rückschlägen zurückgekommen. Aber man muss auch ein bisschen Glück haben, heute sollte es nicht sein. Leonardo Bittencourt, TSG Hoffenheim, wir haben wie im Hinspiel die erste Hälfte verpennt und alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen haben. Dann liegt man zu Recht 0:2 hinten. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, vielleicht war der Respekt zu groß. Erst in der zweiten Hälfte haben wir gezeigt, was uns auch ausmacht und haben den Anschlusstreffer erzielt. Letztendlich haben die Bayern verdient gewonnen. Aber es ist schade, dass wir nur eine Hälfte das gemacht haben, was nötig ist, um diese Mannschaft zu schlagen. Oliver Baumann, Torwart TSG Hoffenheim, es wäre mehr drin gewesen. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, wir waren defensiv, haben nur verteidigt und hatten keine Entlastung. In der ersten Hälfte haben wir es nicht hingekriegt. Vielleicht hat die Emotion gefehlt. Wir haben keinen Zugriff gekriegt. Die zweite Hälfte war deutlich besser, wir haben auf Viererkette umgestellt, mehr Mann gegen Mann gespielt. Aber es hat nicht gereicht. Wir haben verdient verloren, Niko Kovac, Trainer FC Bayern München, ich denke, dass wir ein tolles Bundesligaspiel gesehen.
Beide Hälften waren sehr gut. Wir haben mit dem heutigen Spiel gezeigt, dass wir präsent sind. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Wir hoffen, dass wir diesen Elan auch für die nächsten Spiele mitnehmen können. Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war sensationell. Das ist unser Anspruch. So ist die Bundesliga wieder spannend. Wir wollen Dortmund jagen und am Ende Meister werden. Wir hatten mal 9 Punkte Rückstand, aktuell sind es 3. Hasan Salihamidžić, Sportdirektor FC Bayern München: Wir haben 2 Gesichter gesehen. In der ersten Halbzeit war es richtig gut und wir hatten alles im Griff. Die zweite Halbzeit war schwierig mit individuellen Fehlern. Da sind wir in einen Schlagabtausch reingegangen und haben es nicht geschafft, kompakt zu sein und den Ball laufen zu lassen. Dann kassieren wir aus unserer Ecke ein Tor, werden ausgekontert. Danach haben wir gezittert. Das dritte Tor machen wir wieder richtig gut. Wir sind mit einem guten Gefühl in die Winterpause gegangen und sind nun mit einem guten Gefühl in die Rückrunde gestartet. Leon Goretzka, FC Bayern München: Insgesamt haben wir einen guten Kampf geliefert. In der ersten Halbzeit war es ein super Spiel von uns. Wir hatten Hoffenheim im Griff und führten verdient. In der zweiten Halbzeit wurde es etwas hektisch, aber wenn wir da einen Konter vollenden, ist das Spiel entschieden. So kam Hoffenheim nochmal auf und wir mussten alles reinwerfen. Wir wollten gut in die Rückrunde starten und es war wichtig, ein gutes Spiel zu machen. Ziel ist es, Meister zu werden. In der Hinrunde haben wir so gespielt, dass wir 6 Punkte Rückstand hatten. Nun sind wir die Jäger.